Hallo und herzlich willkommen. Endlich ist es wieder soweit. Wir berichten von unserer Modelleisenbahn. Lange musstet ihr warten, lange mussten auch wir warten. Corona ist leider da der Schuldige. Wir sind aber mittlerweile endlich wieder in der Lage, uns hier zu treffen. Natürlich mit einigen Auflagen, aber die, wie ihr selber festgestellt habt, werden auch immer weniger. Ja, wir wollten uns einfach mal wieder bei euch melden, denn viel ist zwar nicht passiert, aber wir wollten einfach mal ein Lebenszeichen von uns geben und natürlich auch sagen, dass es bei uns weitergeht, auch wenn das jetzt mit Corona so langsam sich etwas lichtet und wir hier wieder anfangen können, dann wird hier auch alles wieder hochgefahren und dann wird es hier auch natürlich wieder Modelleisenbahnbetrieb geben. In der Zwischenzeit haben wir natürlich nicht nur alles brach liegen lassen müssen, weil wir uns nicht treffen durften, sondern es sind noch ein paar andere Sachen passiert, über die wir aber auch erst später reden werden. Das hatte auch was mit Mitgliedern zu tun, die Videos werden etwas umstrukturiert, es wird ein neuer YouTube-Kanal geben und. Aber erst einmal jetzt dieses Video nur, hallo, wir sind wieder da, uns gibt es noch. Denn ich habe sehr viele Zuschriften von euch bekommen, lebt ihr überhaupt noch, macht ihr überhaupt noch? Und diese Frage kann ich jetzt mit Ja beantworten, uns gibt es noch und wir machen natürlich weiter. Im Außenbereich haben wir jetzt letzte Woche schon begonnen. Wir haben einen neuen Pavillon. Das wurde alles hier ein bisschen aufgehübscht, sauber gemacht. Die Hecke wurde sauber gemacht. Also im Prinzip alles diese Arbeiten, die man jetzt erstmal gemacht hat, um dann uns nächste Woche dann auf die Modelleisenbahn zu stürzen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier außen, wie gesagt, da hat sich nicht wirklich was verändert. Außer, wie gesagt, einen neuen Pavillon. Aber das ist genau der gleiche Pavillon, nur in neu. Ja, und hier sieht es immer noch leer aus, aber glaubt es mir, wir sind heute doch mit ein, zwei Leuten doch schon sehr fleißig gewesen. Wir haben heute Brainstorming betrieben für die nächste Woche. Da wird es nämlich dort hinten am Berg endlich losgehen. Wir werden den Berg anfangen zu modellieren. Das Ganze ist ein großes Abenteuer. Da werden wir nächste Woche mit anfangen. Das werde ich natürlich dann auch dokumentieren und natürlich wird es darüber dann auch noch mal ein separates Video geben. Keine Sorge. Ansonsten, ihr kennt es, es gibt sonst eigentlich nichts zu berichten, weil hier hat sich in dieser ganzen Zeit nichts getan, außer dass ich natürlich hier stand und ein paar Videos für Modellunion gemacht habe. Liebe Grüße. Und mehr ist hier in dieser Halle nicht passiert. Und hier sehen wir es halt auch. Das ist mein kleines Studio gewesen, wo im Prinzip die ganzen Videos von Modellunion gemacht wurden. Und hier, das ist im Prinzip mein ganzer Korb. Das hier zum Beispiel ist jetzt das letzte Video. Die SBB Doppel-Elektrolokomotive oder hier Triebwagen etc. Das ist sozusagen mein kleines, ja, Filmstudio. Jetzt seht ihr das auch mal. Hier, die werden jetzt demnächst auch noch kommen. Heljan, Lokomotiven, das sind Noabs. Mehr ist hier halt nicht passiert. Und deswegen kann ich euch jetzt auch nicht wirklich viel berichten, was sie jetzt hier getan hat. Wir könnten jetzt wieder rumgehen, aber das wäre alles das, was ihr schon kennt. Es soll ein kurzes Video bleiben, deswegen sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Wie gesagt, nächste Woche werden wir uns hinten an den Berg ranschmeißen mit einigen Leuten. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir tatsächlich die ganzen Metiers zusammen haben. Deko, Holz, die Elektrik und. Das alles, da wird es dann nächste Woche losgehen und dann würden wir auch natürlich anfangen, Kleinigkeiten zu machen, die jetzt über die ganze Zeit liegen geblieben sind. Mein Kameramann filmt jetzt hier wunderschön einmal rüber. Wir sehen natürlich hier auf der linken Seite jetzt im Bild die ganzen Schienen liegen. Da sind wir auch schon dran. Das wird im Prinzip unser Hauptbahnhof, der wirklich sehr große Dimensionen annehmen wird. Da werden wir durchfahren, da werden wir halten, da werden Züge die Fahrtrichtung ändern, da wird abgestellt, da wird es ein kleines BW geben. Also das wird eine richtig schöne runde Sache. Hier, wo ich jetzt sitze, da wird es natürlich auch demnächst weiter losgehen, da wird es erstmal losgehen mit der Planung. Und zwar haben wir jetzt endlich soweit unseren Masterplan, dass wir wissen, beziehungsweise noch nicht ganz, aber dass wir schon mal den groben Fokus haben, was wollen wir hier haben, wie wollen wir es machen und jetzt heißt es zusammensetzen und da den genauen Plan aushandeln. Denn hier diese gesamte Fläche wird natürlich auch noch mit Holz bebaut, sodass wir hier auch Fläche haben. Hier oben wird es zwei Wendel geben, einmal links, einmal rechts, sodass wir von beiden Seiten aus in die Abstellung fahren können. Unten wird es dann zwei Abstellebenen geben, wo wir dann hier in der Längsrichtung hinten auf die Abstellung dann fahren und dann in die Gleishafen dann abstellen. Der Plan steht, jetzt muss zusammengesetzt werden und alles genau ausgearbeitet werden, dann muss bestellt werden, dann muss das Holz hierhin geliefert werden und dann muss gebaut werden. Und das ist sozusagen unsere zweite Großbaustelle. Denn erst dann können wir den Hauptbahnhof sozusagen bauen und legen. Das Gleisfeld wird natürlich dann auch nach hier gehen, der Platz, den wir jetzt noch nicht haben. Das war's.
Erst einmal von mir. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr natürlich gerne hier unter das Video schreiben. Ihr könnt mir eine informative E-Mail schreiben, falls ihr natürlich noch irgendwas habt oder Fragen habt, könnt ihr mir auch eine fragende E-Mail schreiben unter tom@moba-düsseldorf.de oder einfach unter info@moba-düsseldorf.de. Ihr wollt uns unterstützen, vielleicht auch als neues Mitglied, das könnt ihr auch machen, geht einfach mal auf unsere Homepage, die wird demnächst auch wieder aktualisiert werden oder auch wenn ihr mal uns besuchen wollt, einfach anschreiben, mailen wir, nehmen gerne neue Mitglieder bei uns auf. So Freunde, das war's, ich versuche jetzt noch ein paar Bilder mit einzufügen, wenn ich sie nicht finde, kommt jetzt hier der Abspann, andernfalls kommen jetzt hier noch ein paar lustige Videos. Wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann mit dem Bergbau. Und bis dahin sage ich danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Ich hoffe, es geht jetzt wieder regelmäßig mit Videos weiter. Und alles Weitere dann im nächsten Video. Macht es gut, bis dann. NRW bei 18, adieu.